New York, 1984. Das New Yorker Museum of Modern Art. Die Ausstellung An International Survey of Painting and Sculpture. Der Anspruch, die wichtigsten zeitgenössischen Werke der Welt zu zeigen. Unter den 169 Künstlern befanden sich gerade mal 13 Frauen. Die Künstler, alle weiß und aus den USA oder Europa. Ist das repräsentativ für zeitgenössische Kunst? Laut Kurator Kynaston McShine, absolut. Wer in der Ausstellung nicht vertreten wäre, solle seine Karriere überdenken. Proteste folgten. Und vorm Museum formte sich das selbsternannte Gewissen der Kunstwelt. Eine neue Gruppe von Aktivistinnen. Die Gorilla Girls. Kunst. Innere Gedankenwelten für immer verewigt. Bekannte Kunstwerke aus den Köpfen der ganz Großen. Hieß es nicht beim New Yorker Museum so? Die wichtigsten Werke. In den heiligen Reihen der Galerien aneinandergereiht wie Perlen auf einer Schnur. Nur zählen tun die werten Männer nicht, die ihre hochpolierten Böden von Sammlern und Bewunderern betrampeln lassen. Zählen sie. Zählen. Wie viele Werke von Künstlerinnen schmücken denn ihre edelweißen Wände? Frauen malen nicht so gut, meinte der feine Herr, der die Bilder der feinen Herren ausgewählt hat, um sie den feinen Herren zu präsentieren. Die Prüfung des Marktes. So nennt der Männerverein dann sein kleines Spiel. In meiner Vorstellung rauchen sie Pfeife und lächeln gönnerhaft mit gespielter Tragik, während sie ihre Fakten präsentieren. Niemand wird je die Künstler aus den Galerien verdrängen. Hat das wer gefordert? Ich nicht. Sie verdienen ihren Platz. Aber verdienen die Künstlerinnen dieser Welt ihn nicht auch? Warum ist der Weg, um die Werke einer Künstlerin in ein Museum zu bringen, steiniger? Ja, nicht nur Frauen, People of Color? Eigentlich jeder, der nicht alt, weiß und männlich ist. Sobald man es gesehen hat, vergisst man es nicht. Zählen. Ach, wie könnte ich mich glücklich schätzen, wenn sie unter Hunderten von Bildern auch ihre zweite Hand zum Zählen der vertretenen Künstlerin hernehmen müssten. Aber ich werde es selbst tun. Ich werde zählen und zählen und zählen, bis die Zahlen stimmen. Und ich werde es nicht leise tun. Lachen. Lachen sollen sie. Und denken. Ich möchte, dass sie nachdenken.
über die Kunst, über die Menschen, die dahinter stehen. Geben Sie mir ein paar Namen. Wie viele Künstlerinnen sind darunter? Denken Sie wirklich, das liegt an den Frauen? In der großen Maschine der Kunst passiert etwas, das Ihnen bewusst sein sollte. Aber Sie müssen es sehen. Sie müssen darüber nachdenken. Eine natürliche Auslese. Sollte das Kriterium für gute Kunst nicht die Kunst sein? Wer gemalt hat, spielt keine Rolle. Würde man nicht gerade dann die bunteste Mischung an Künstlern erwarten? Aber sind halt die Großen? Nein. Nicht jeder Künstler ist ein Picasso. Einen Dürer gab es nur einmal. Van Goghs Werke erkennt fast jeder. Was ist mit den anderen? Die Künstler, die am Anfang keinen Namen hatten, bevor sie ins Museum kamen. Die Bühne der Maschine mit Einladung und Handkuss betreten dürfen? Warum sollte dieses Privileg den männlichen Schöpfenden vorbehalten sein? Wollen Sie mit mir darüber nachdenken? Ich lade Sie ein. Zählen Sie mit mir. Ihnen in den Kopf, wenn Sie an Schönheit denken? Ist es ein bestimmter Mensch? Ein Gegenstand? Denken Sie an ein Gefühl? An Kunst? Wer sagt uns, was schön ist, außer wir selbst? Woher kommen diese Gedanken? Hören wir auf fremde Stimmen oder sind wir beeinflusst von dem, was wir täglich zu Gesicht bekommen? Folgen wir vorgeschriebenen Normen und Werten? So simpel wie diese Fragen klingen, umso komplexer scheinen die Antworten. Ich kenne Ihre nicht, aber die der Einflussreichen kann ich mit eigenen Augen sehen. Die Einflussreichen, die die Tore zu den großen Kunstausstellungen überwachen. Die bestimmen, wer mit seinen Werken die Wände schmücken darf. Die bestimmen, was wir sehen sollen. Nennen Sie mir ein paar der größten Kunstwerke unserer Zeit. Wer hat entschieden, dass sie genau das sind? Wie sind diese Kunstwerke dorthin gekommen, wo sie heute hängen? Wenigstens die Antwort auf diese Frage ist kein Geheimnis. Ein Klick mit der Suchmaschine Ihrer Wahl und Sie sind auf der richtigen Spur. Es handelt sich seit jeher um eine kleine Gruppe unserer Gesellschaft. Wir wissen, dass es diese Gruppe gibt. Und wir wissen, dass wir uns hier zumeist alten, weißen Männern gegenübersehen. Und wie wir alle haben sie sich ein eigenes Bild von Schönheit gebildet. Ganz natürlich fühlen sie sich hingezogen zu dem, was sie selbst schufen, selbst besitzen. Zu Eigenschaften, in denen sie ihre eigene Welt reflektiert sehen. Aber ist dieses Bild dann repräsentativ? Was ist Schönheit? Haben Sie sich das je gefragt? Wir können und wollen diese Frage nicht für Sie beantworten. Denn die Antwort ist für jede und jeden von uns eine andere. Und eben daraus besteht das Faszinierende. Wir werden von Geburt an geprägt mit abertausenden Eindrücken pro Tag, woraus Erinnerungen, Gefühle entstehen und die Art, wie wir Worte wählen.
Jede Kultur, jede Familie, ja jedes einzelne Leben hat ein anderes Verständnis von Schönheit. Wir meinen, dass Kunst oder gar Schönheit nichts ist, was einer objektiven Definition unterstellt ist oder sein kann. Die Menschheit ist im Wandel. Im Prozess, genau dieses Phänomen über die letzten Jahrhunderte zu erkennen zu lernen. Es wurden viele große und bekannte Künstler hervorgebracht, die auf verschiedenen Wegen daran arbeiteten, unsere Perspektive zu erweitern, das Bild aus anderen Blickwinkeln zu betrachten, sich von einer gottgegebenen, absoluten Schönheit zu entfernen und diese wieder in die Hände der Menschheit zu legen. Doch diese Entwicklung und ihre Beteiligten wurden so lange ignoriert. Niemand hinterfragte, wer die Kontrolle über unsere Schönheit hat. Noch in den 80er Jahren, zu den Gründerzeiten unserer Gruppe, wäre es den meisten Leuten niemals in den Sinn gekommen, zu hinterfragen, wieso sich so viele der modernen und meistgelobten Künstler in so vielen Eigenschaften ähneln. Es hat sich etwas getan seit diesen Zeiten, doch wir sind noch lange nicht am Ziel. Ein Versuch. Nennen Sie mir 3 große Künstler unserer Zeit. Und nun 3 Künstlerinnen. Stellen Sie sich vor, Ihnen fällt ein bisher ungesehenes Problem auf. Doch Sie werden nicht gehört. Sie finden keinen Weg, darauf aufmerksam zu machen. Oder niemand möchte Ihnen Gehör schenken. Sich zu öffnen, Neues aufzunehmen, Altes aufzugeben und über Dinge nachzudenken, die unserem bisherigen Weltbild widersprechen, kostet Überwindung und bedarf einiges an Überzeugung. Wie vermitteln wir Menschen eine Idee, eine neue Sichtweise? Wie bringen wir sie zum Nachdenken oder sogar zum Umdenken? Wir alle als Teil dieser Welt befinden uns in einem ständigen Wandel. Aber wie vermittelt man dem Publikum ein Problem, von dem es vielleicht noch nie gehört hat? Unsere Erfahrungen zeigen, dass das am besten mit unbestreitbaren Fakten funktioniert. Fakten, die im Chaos des Kosmos, im Nebel der Ungewissheit, mit der Wahrheit den Weg erleuchten können. Dazu noch eine Prise Humor und voilà. Wir möchten die Stufe der Macht überwinden. Kunst soll unabhängig von Geschlecht, Herkunft und sozialen Status für alle zugänglich sein. Indem jedem Menschen dieser Welt möglich gemacht wird, sich künstlerisch auszudrücken und seine innere Gedankenwelt zu teilen, entsteht eine Verbindung. Eine Verbindung, die über Raum und Zeit hinausgeht und dabei komplexer und umso inspirierender ist, als die, die uns lange Zeit begleitete. Doch vor uns liegt noch ein langer Weg. Einer, der bunter und vielfältiger ist, der ein vollkommeneres Bild der Welt zeichnen soll. Ein Bild, das die Kulturen der Menschheit in ihrer Ganzheit widerspiegelt. Wir wollen im Sinne der individuellen Co-Kreativität jeder Künstlerin und jedem Künstler ermöglichen, ihr oder sein kreatives Potenzial unabhängig von inneren Ängsten und kulturellen Schranken zu entfalten. Denn wir denken, dass unser gemeinsames Potenzial das des Einzelnen weit übersteigt. Durch diese vielseitige Resonanz können wir eine bisher ungesehene Ebene der Schönheit erreichen und Freude schaffen, die geprägt ist von Tiefe und Nachhaltigkeit. Was ist schön? Die Menschheit entwickelt sich konstant weiter. Heute gibt es mehr Möglichkeiten denn je, die KünstlerInnen nutzen können, um ihre Kunst zu verbreiten. Wir sehen so vieles, das vor ein paar Jahrzehnten ungesehen geblieben wäre. Und darauf aufbauend die Entstehung von Dingen, die früher nie hätten entstehen können. Manche Menschen meinen, dass wir jetzt einen naturgegebenen, angeborenen Kern der Schönheit wiedererkennen. In der bunteren Welt, in der wir gerade leben. Unabhängig von dem, was uns unser ganzes Leben als schön vermittelt wurde. Das ist das Beeindruckende, das Wunderbare an der Kunst. Sie kann so vieles sein und uns so viele Sichten auf die Welt offenbaren. Wir können diesen Kern der Schönheit in den verschiedensten subjektiven Eindrücken sehen. Kunst ist nicht mehr nur im Museum, sondern kann überall im Leben zu finden sein. Aber noch einmal, wir sind noch nicht am Ziel. Noch lange nicht.
Selbst nach allen Erfolgen, all dieser wichtigen Schritte nach vorn, bestehen diese Probleme weiterhin. Die Kunstbranche wird noch immer beherrscht von elitären Strukturen, Sexismus und Rassismus. Und nur wenn wir uns diesen Fakten bewusst werden und weiterhin laut sind, weiterhin darauf aufmerksam machen, können wir dafür sorgen, dass unser Erfolg wächst. Dass wir vorankommen, gemeinsam auf unsere Ziele zugehen und wir schließlich eine vollkommenere Welt schaffen. Danke. Wir haben protestiert. Wir haben gekämpft. Nein, wir kämpfen. Wir haben lange nicht alles erreicht, was wir in der Zukunft sehen wollen. Aber wir bin nicht mehr ich. Wir sind eine Gruppe, die zusammen geht und fällt, die für Gerechtigkeit steht und sich einsetzt. Die Menschen zum Lachen und zum Nachdenken bringt. Künstlerin für Künstlerin. Um ihnen endlich ihren wohlverdienten Platz in den Galerien dieser Welt zu schenken. Die Zukunft kann nicht nur aus den gleichen eingearbeiteten Mustern bestehen. Sie ist bunt, sie ist vielfältig. Und wir werden weitermachen. Bis wir jeden Meilenstein auf diesem Weg gesehen haben. Bis wir jede Abzweigung hinter uns gelassen haben. Wo die Welt blind akzeptiert, fangen wir an zu zählen. Mein Name ist Frida Kahlo. Und ich kämpfe dafür, dass Künstlerinnen ihren Platz auf der Bühne einnehmen dürfen. Denn do women have to be naked to get into the Met Museum? Seit Beginn der 80er Jahre haben die Guerilla Girls viel erreicht und sind weit davon entfernt aufzugeben. Ihr erstes Buch, The Art of Behaving Badly, zeigt ihre bisherige Karriere ganz unter dem Motto Kreatives Beschweren hilft. Es ist eine Sammlung ihrer Erfahrungen aus hunderten von Projekten über Sexismus, Rassismus und Korruption in Kunst, Film, Kultur und Politik. Auch in Deutschland sind sie inzwischen aktiv. 2018 hatten sie in Hannover ihre erste deutsche Ausstellung. Der Ausstellungsort, die Kästner Gesellschaft, bekam von ihnen für diesen Anlass eine eigene Statistik. Mit erstaunlich guter Quote an ausgestellten Künstlerinnen, aber natürlich auch mit kleinem Denkanstoß für die Zukunft. Die Guerilla Girls sind Diskriminierung und Korruption weiterhin international auf den Fersen und erregen mit ihren Auftritten, Ausstellungen, Klassenbesuchen und Workshops immer noch einiges an Aufmerksamkeit. Das stellt nicht scharf, das ist so merkwürdig.
Das war so scheiße. Ja.